Jo Leute, ich habe heute was mitgebracht von Haribo Black Cherries. Ja, also auf die normalen Haribo Kirschen stehe ich ja eigentlich total. Diese Black Cherries sind jetzt, wie wieder heißt das, Lakritz mit Kirschgeschmack. Habe ich vorher noch nicht gesehen. Ich schätze mal, bedeutet, dass die neu sind. Merlin steht ja so auf Lakritz. Bei mir ist es eher so, wenn ich Bock habe. Was ich total ja, lustig schon was finde. Hier unten steht drauf, Kids and Grown-Ups love it so. Keine Ahnung, warum jetzt Haribo so international wird. Darunter auch nochmal auf Englisch das geschrieben. Was ich ganz cool finde, ist es ohne künstliche Farbstoffe. Das mag ich ganz gerne. Es gibt so viele natürliche Farbstoffe, rote Beete und so ein Kram, da braucht man keine künstliche. Vor allem, die sind schwarz. Lakritz ist auch schwarz. Das passt schon. Ja, mach ich mal die ganze Schose auf. Ja, was mir auffällt, die sehen nicht so aus wie die normalen Haribo-Kirschen. Die sind ziemlich hässlich, wie ich finde. Man erkennt Kirschen, aber man sieht auch, dass es eindeutig Lakritz ist. Wenn man Lakritz so bricht, dann wird es ja so leicht bräunlich. Ja, dann probieren wir mal das Zeug. Ja. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Die, also, ihr kennt ja bestimmt auch die Schlümpfe. Die Schlümpfe fühlen sich ja anders an als normales Weingummi. Ist ja so ein bisschen, ja nicht so gummiartig halt. Liegt daran, dass sie mit Bienenwachs sind, anstatt mit, wie heißt das Zeug, was aus Schweinen hier, Schweineknochen gemacht Gelatine. Wird. Gelatine. Gelatine, dankeschön Merlin. Die sind nicht aus Gelatine, sondern aus Bienenwachs gemacht. Das heißt, die sind auch für Vegetarier geeignet. Tja, ich werde aber darauf verzichten, weil sie mir... Es ist halt Lakritz mit einer leichten Kirschnote. Nichts, was mich jetzt sonderlich vom Hocker haut. Aber ist mal eine nette Ergänzung. Also wer Lakritz mag, kann hier auf jeden Fall zuschlagen. Wer Lakritz eh nicht mag, dem wird die Kirschnote da wahrscheinlich auch nicht viel rausreißen. Da bleibe ich lieber bei meinen normalen Kirsch-Haribos. Ansonsten ganz cool, dass es mal wieder Weingummis gibt für Vegetarier. Zu den Punkten. Lakritz-Liebhaber schlagen zu, alle anderen, die eh kein Lakritz mögen, werden wahrscheinlich nicht zu schlagen. Bei mir ist es halt so, ja, ist ganz nett, kann ich mal zwischendurch essen. Die Kirschnote wertet es für mich ein bisschen auf, aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was ich mir kaufen würde. Von daher gibt es 4 Punkte mit Tendenz nach oben, weil es ein bisschen besser schmeckt als normales Lakritz für mich. Jetzt ist eure Meinung gefragt, habt ihr das Zeug auch schon probiert? Schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten würde mich mal interessieren, was eure Lieblingsweingummis sind. Auch unten in die Kommentare. Und wie immer gibt es hier unsere letzten Kritiken und den Link zu Facebook. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.